Hallo, willkommen bei einem neuen Part bei Zelda. Und diese Part wollten wir so einen Turm dahinter hingehen und uns das Gebiet freischalten. Da fliegen wir jetzt von der einen Turm einfach hier mal rüber, damit da dann so schnell wie möglich oder noch in diese Part drankommen werde. Und währenddessen können wir uns einfach uns ein bisschen die Umgebung angucken. Ah, genau, da müssen wir hin. Und hier ist ja angeblich ein Schrein in der Nähe. Ich wüsste aber nicht wo. Das ist, glaube ich, gar nichts. Weil mir ist die Ausdauer dann irgendwann zu Ende gegangen. Okay, da vorne ist ja irgendwo ein Schrein in der Nähe, aber wo? Die Frage ist, wie gesagt, nur wo? Ich glaube eher weiter im Innenland. Weil anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss auf jeden Fall auf den Felsen da. Da können wir von die andere Seite aus für ein bisschen besser gucken. Und dahin wird dann wohl noch ein weiter Weg. So. Oh, da vorne haben wir noch einen Gegner. Vielleicht da sogar in diese Höhle. Vielleicht, weiß ich aber nicht. Oder da vorne. Falls ihr wissen sollte, gerne ab damit in die Kommentare. Aber hier wird der Punkt wieder angesagt. Könnte aber auch da vorne sein. Werden wir erstmal den Gegner ein Blatt machen. Mir einschlagen und hatte volle Herze, oder? Okay, dann werden wir erstmal die Gegner nicht machen. Wir werden uns erst um diese Türme hier kümmern. Am besten gehen wir da eigentlich zu die Brücke. Da kommen wir, glaube ich, am besten hin. Aber ich bin ja immer noch hier, deswegen bleiben wir einfach da. Ein anderes Schwert. Genau. Und gut. Ich versuche die auf jeden Fall noch. Okay. Wir sind mit denen auf jeden Fall mit einem Hieb tot. Brauchen wir erst gar nicht gegen so kämpfe. Machen wir das einfach dann irgendwann mal später mal. So, kurz mal gucken. Ich kann die auf jeden Fall ja umgehen. Indem ich einfach da rumfliege. So, komm schnell hier weg. Dass ich auf jeden Fall auf den Turm da kommen werde. Na, komm da. Das ist ein wunderbarer Weg wieder hoch. Ah, cool, nochmal ein Pilz. Das ist ja wohl ein Trockrätsel. Muss ich gucken, wo der andere Stein hier ist. Normalerweise nicht Steine irgendwo in die Nähe. Aber hier sehe ich doch gerade keinen Stein. Ah, komm. Hätte mir noch so ein Ding davon gehabt. Die Hitze ein bisschen zu widerstehen.
Genau bei denen ich das natürlich. Ich hoffe einfach mal nicht, dass die mich sehen, während ich den Stein da holen will. Genau, haben wir nochmal einen Trock freigeschaltet. Und dann können wir gleich zu den Tom da oben hingehen. Und wenn ich so die Steinfelder sehen sollte, ist auf jeden Fall ein Trockrätsel. So. Wunderbar. Und dann werden wir auf jeden Fall hier hochgehen und mal gucken, was uns da oben denn so erwarten wird. So, kommt schon wieder Ausdauertanke. Guck sie auch nochmal. Dann mal auf jeden Fall da hochkomme. So. Jetzt haben wir hier so. Auf jeden Fall irgendwo ein Dungeon ganz in der Nähe. Ist ja eine halbe Burg oder eine komplette Burg. Habe ich doch von da vorne aus gar nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, daran zu kommen, müsste eigentlich relativ schwer sein. So, hier hinter mir auch nochmal komplette Umgebung. Da ist nochmal ein kleines Dorf. Bei den Dörfern müssen eigentlich immer rein in die Nähe sein. Die sind ja noch bewacht. Ist klar. So. Oh. Da ist ein Schrein. Okay, wenn wir schon hier sind, den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. So, dann würde ich sagen, dann sind wir schon mal hier, dann werden wir den auf jeden Fall kurz machen und dann gehen wir danach oben noch zu den Turm hin. So. Gut, ich würde so sagen. Dann ist den Weg für da reinzukommen schon mal offen. Hier gibt es auf jeden Fall nichts weiteres. Oh, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Dann drehe sie sich. Die Pfeile, die ich noch habe. Deswegen sollen wir uns auf jeden Fall mal mehr Pfeile kaufen. Kostet noch mal. Kommen wir dann da vielleicht an die Truhe ran. Nee, oder? Okay, man könnte nur diese Dinge hier anhalten. Da kann man auch so theoretisch da lang.
Und dann feuert ihr aber wieder. Wenn die Truhe reinkommt, weiß ich gerade nicht. Okay. Vielleicht noch mal. Nein! Das war blöd. Ja, Gott sei Dank. So, gehen wir mal runter. Und dann müssen wir auf das Ding auf jeden Fall springen. Damit wir an die Truhe da rankommen. Ich habe keine Pfeile mehr. Kann man da denn theoretisch machen? Man hat keine Pfeile mehr. Hat. Okay, dann gehen wir hier vielleicht mal das nächste Mal rein. Wenn ich da wieder Pfeile besitzen sollte. Ah, hier haben wir nochmal so ein Rätsel. So. Die müsste auf jeden Fall auf diese komplette Plattform hier landen, die Kugel hier. Ne, die gehen erstmal alle nach unten. Und dann muss halt nur die eine Kugel so weit sein. Nein, da ist die eine darunter gerollt. Na, Subi. So, gerade und jetzt nach oben ziehen. Okay, das habe ich am Ende bekommen. Okay. Damit hätten wir auch das Rätsel hier gepackt, erfolgreich. Dann holen wir uns auf jeden Fall unsere Belohnung ab. So, wunderbar. So, ganz wunderbar. Haben wir bekommen. Okay, 14 Schreine haben wir insgesamt schon. Auch schon relativ viel. Gibt es, wie gesagt, auf jeden Fall 120 davon. So, und da wollen wir es hin. Damit wir Tom da oben können. Und komm, wir fällen den Baum einfach. Da holen wir uns so die Äpfel. Ist ja wesentlich einfacher. Oh, da bekommen wir ein bisschen Holz. So. Und da unten können wir uns wieder Pfeile kaufen. Und ein bisschen Huhn. Denk mal, Georg, wir fahren bis davor, dann machen wir das in den nächsten Part. Wäre ja doch so eine komplexere Aufgabe. Vielleicht schon, dass ich dafür einen ganzen Part brauchen werde. Aber so lange können wir uns erstmal hier in die Umgebung. Die sind aus, oder? Na, komm her. Ah, cool.
Dinge sind aus, oder? Hoffe von ja. Okay, da werden wir erstmal den da besiegen. So, schön erledigt. Oh, der hat sich sogar mal bedankt. Geil. Ein Gericht mit so viel Herze. Ich glaube, die Dinger da können wir noch gar nicht besiegen. Die Brücke ist zwar kaputt, aber es gibt einen anderen Weg wieder hin. Und den werden wir auf jeden Fall im nächsten Part suchen, weil er wird auf jeden Fall relativ lange dann gehen. So. Ich gehe erstmal an den Berg hier hoch. Hier gibt es da oben ja noch was Schönes. Wie ein Trockrätsel zum Beispiel. So, ein paar Bäume werden natürlich. Ah, ist Hand kaputt. So. Bei Holzbräuß auf jeden Fall können wir auch später gern verkaufen. Oder für andere Dinge verwenden. Das ist ein Trockrätsel, weil irgendwo gibt es hier einen Stein. Wie da zum Beispiel. Weil dann bekommen wir diese Trockrätsel auch mal zusammen. Weil wir einige davon gefunden haben, die geben zum Beispiel größere Waffeltaste und so. So ähnlich wie Ocarina of Time bei die Skotulas. Weil ich habe ja schon vielleicht diese Part oder letzte Part oder wann es gewesen ist, gesehen, dass mir hier auf jeden Fall so ein Trockrätsel hatte. Das war irgendwo da vorne, auf jeden Fall da bei dem Vulkan, relativ in die Nähe. Und ich habe mir nochmal ein Trockrätsel gefunden, nur ein bisschen kleiner. Da muss auf jeden Fall irgendwo die Ecke an Stein stehen, weil ihr seht da auf jeden Fall dann, dass er dann hier da so eine Lücke war. Aber dann legen wir da hin. So, da haben wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall das jetzt machen. Kleben wir kurz hier rum, der ist auch tot. Cool, haben noch neue Pilze gefunden. Na komm, die Bäume können wir auch etwa Fälle hier. So ganz wunderbar. So, der Wolf. Na, aber wenn ich erstmal erledige, der hat da gar keine Chance gegen uns. So, komm. Ah, mit einer neuen Waffe, aber die brauche ich nicht. Die ist eh viel zu schwach. So, ganz wunderbar. Okay, das ist ein Baum alleine. Da gehen wir da auch mal hin. Vielleicht haben wir da auch nochmal Trockrätsel. Auf manche Bäume müsst ihr auch klettern. Und das bis ganz da oben. Aber in dem Fall ist hier nichts. Aber gut, auf jeden Fall eine schöne Umgebung
für den nächsten Part dann so direkt anzufangen. Dann würde ich sagen, dann werde ich an dieser Stelle der Party auf jeden Fall beenden. Dann werden wir in den nächsten Part auf jeden Fall dort auf den Turm hier gehen. Also sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Seid mit dabei und haut rein.